Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Lehrerbude. Willkommen zu einem, willkommen zu einem Undertale Minecraft Map Showcase. Theoretisch habe ich sogar schon mal sowas aufgenommen mit dieser Map, aber ehrlich gesagt, das war nicht schön zum Angucken. Es war zwar schön, alle Bereiche von Undertale bis Hotland nachgebaut in Minecraft, aber Bosskämpfe, sowas gab's alles nicht. Das war reines Laufen und Angucken. Und jetzt spiele ich mal eine etwas andere Map, ein Omega-Flowey-Bosskampf. Ich habe mir das Ganze noch nicht angeguckt. Hoffe, dass es überhaupt funktioniert. Weiß auch nicht, ob ich irgendein bestimmtes Soundpack dafür brauchen würde. Ich hoffe mal nicht, ich habe sogar eins drin von der anderen Map. Da hatte ich eine tolle Szene, vielleicht. Obwohl, ja doch, vielleicht schneide ich die rein. Hoffen wir es mal. Die Map lädt. Oh, sogar hier in der Mitte, das ist schon anders. Oh, aber damit es passt, wechsle ich mal meinen Skin vom Mörder-Walross weg. So, geht weiter. Ich habe meinen Skin jetzt mal passend gewechselt. Leckt gerade ein bisschen wie bei mir eigentlich in Minecraft üblich. Das liegt nicht an der Aufnahme, sorry. Oh yes. Okay. Sound scheint schon mal. Ich hoffe mal, das war geplant. Das hier sieht aber auch aus wie dieses Hotel. In association with host the server to one in the map. Hier könnt ihr euch mal durchlesen. Der beste Rocket League Spieler. Bitte abonnieren. Ich habe 4 Kinder zu versorgen. I like Rocket Leg. Aha. Lol. Die Map hat ein eigenes Texture Pack drin. Hey, what the fuck steht da? Despair. Okay, das wird geil. Das wird geil. Ich wollte mir eigentlich nur kurz Steak nehmen und in hier in Survival gehen und dabei finde ich einfach mal sowas. Okay, das wird echt krass. Hier sind Eisenblöcke. Das wird erst starten, wenn mindestens ein Spieler im Adventure-Mode ist. Bullet Hell. Warte. Take your time, look for the gaps. Einfach nach den Lücken gucken, hier schnell sein. Strafe to the sides. Flammenwurf zur rechten Seite, dann zur linken. Fliegen in die Mitte oder in der Ecke. Fingergun. Ruhig bleiben, guck auf die Seiten und weg von den roten Linien. Die Atombomben. Dodge die Bomben. Würmer. Nicht fertig. Bullet Hell. Safe File. Boah. Beta-Tester ist hier noch. Allein schon, dass hier das in dem Bereich beginnt. Die Map scheint viel cooler zu sein als die letzte. Und allein eben das Texture-Pack finde ich richtig geil, das da drin ist. Ich guck mal, wenn ich nicht zu technisch unbegabt bin, dann lasse ich das sogar drin nach der Map. Hier geradeaus geht es nicht weiter, auch kein Easter Egg an der Seite. Information 1 bis 4 Player. Difficulty hard. Ja, ich hoffe, ich denke dran hier, die Map in der Beschreibung zu verlinken. Über 8000 Comment Blocks, das erklärt die Lags. Hey, you better not go back here. I mean it. Okay, also bin jetzt kein Polizist, aber
Allein schon diese Kerzen. Spectator Mode. Oh fuck. Oh fuck. Ich wünschte, man könnte halt, dass man Hunger kriegt, ausmachen. It's a performance schedule. Warte. Comedians, Dancers, Sans. Ist das dasselbe? A Wall of Fame from Visiting Celebrities. Alles netter Ton. Boah. Guck mal, die Difficulty. Hard. Jetzt werde ich auch richtig Essen benötigen. Ich hoffe, da hat das irgendwie ausgeschaltet, dass man da was verliert, sonst wird das frustrieren. Das ist der Macher. Der Afro-Doom. Irgendwo gibt es anscheinend auch ein Resource-Pack, aber es stand wieder in der Beschreibung. Man kann auch normal Default nehmen. Es ist 5 von 7. Ich entschuldige mich für das Existieren. Der Feed-Button. Okay, sehr gut. Mach meinen Ton ein bisschen lauter, in der Hoffnung, dass es nicht zu laut wird. Dann New Game. Los geht's. Escort, hey. Du lagst. Mercy. Da ist eine unsichtbare Wand. Cool gemacht, als wenn man das nicht überfordert ist. Immens. We'll be right back.
hier voll schwer zu treffen. Ich glaube, jetzt kann eigentlich das gescheit schaffen. Ah.
andere Mauern jetzt nicht so nervig werden. Jump'n'Run am schlimmsten ist. Hallo, du hast nichts gemacht. Ja, das war die letzte Szene. Thank you.
Sei doch mal ruhig. Ich kann nicht mehr in die Mission rennen. Ja. Hä? Du bist gestorben, wiederbeleben. Ich bin doch gestorben. Was ist denn dein Problem? Kann ich nicht springen? Hä, lol, ich kann echt nicht springen. Ja. Flowey ist weggerannt. Und das war's mit der Map. Ich kann eine der Druckplatten. Nee, das sind keine Druckplatten. Ich bin wieder hier. Da ist noch eine Empfehlung. Aber das war's. Die Minecraft Omega Was? Also ich werde noch nach anderen guten Minecraft Maps zum Showcase eine Ausschau halten. Ich gehe jetzt hier nochmal in den erstmal kurz. Oh ne, ich bin ja naja. Despair. Wo war der Spectator Mode Knopf? Das war der hier. Hier ist der Annoying Dog. Hier oben sind Schilder. Thanks, hey, don't mind this leaf here. Thanks for your cooperation. Okay. Hier war ich ja auch. Mhm. So. Und hier war der Kampf. Alter! Seht ihr diese Comment-Block-Konstruktionen? Dicken, fetten Respekt. Das hier war das, wo Escor am Anfang war. Oder Flowey. Ne, hier war Escor, darüber war Flowey, glaube ich. Das hier sieht. Ja. Das Kampffeld am Ende, ja. Da, wo Flowey verliert. Nach unten geht's noch weiter. Das Kampffeld in einem anderen Design. Das Kampffeld. Ah, dieses Eis war der Strahl!
Ach so, hätte man sich auch denken können. Hier ist noch mehr Comment Block. Sterne. Ganz grelle Blöcke. Ja, damit war's das mit dieser Minecraft-Map. Ich würde mich freuen, wenn ihr, um keine weiteren Minecraft-Map-Showcases mehr zu verpassen, einfach mal den Abo-Button drückt, vielleicht auch ein Like da lasst. Wir sehen uns bei einem anderen Video. Okay. Bis dann. Wegen was hat er die Karten gebraucht? Und ciao. Hier zum Abschluss nochmal ein Flowy Face. This looks good. Tschüss.